Hey yo, moinsen Leute, ich bin's euer Mozi und willkommen zu einem neuen Player Review. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr seid alle topfit. Heute habe ich für euch die Flashback-Karte von Cristiano Ronaldo. Die Werte von dieser Karte sind von seinen Anfangszeiten bei Manchester United. Deswegen lasst uns einmal die Karte etwas genauer betrachten. CR7 ist 187 cm groß. Workrates sind hoch und gering, starke Fuß der Rechte und 5 Sterne Skill Moves und 3 Sterne Weak Foot. Hier hat er auf jeden Fall einen Stern weniger als bei seiner Goldkarte. Bei den Eigenschaften hat CR7 einmal den Power-Freistoß, Flair und den Außenrissschuss. Das sind auf jeden Fall stabile Eigenschaften. Auf den ersten Blick ist es natürlich etwas komisch, einen Cristiano Ronaldo mit solchen Ingame-Stats zu sehen. Aber ich finde, sein Tempo sieht eigentlich gut aus. Schusswerte müssen definitiv verbessert werden. Deswegen habe ich mich für den Chemistry Cell Dada entschieden, denn dadurch hat er 92 Stellungsspiel, 88 Abschluss, 97 Schusskraft und 86 Fernschüsse, und dieser Boost war definitiv nötig, Leute. Passwerte sehen eigentlich auch in Ordnung aus. Der kurze Pass sieht stabil aus, der lange Pass, da müssen wir leider die Augen zudrücken. 82 Übersicht und 89 EP ist auf jeden Fall nice. Die Dribblingwerte von CR7 sehen eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. 90 Beweglichkeit ist auf jeden Fall lecker. Die restlichen Dribblingwerte sehen auch gut aus, aber die 74 Ruhe, ich glaube, im Spiel wird man das vielleicht zu spüren bekommen. Aber im zweiten Match will ich ja sowieso den Chemistry Cell Finisher benutzen und die schrauben ja die Dribblingwerte etwas in die Höhe. Und mal gucken, ob wir in den beiden Spielen einen Unterschied beim Dribbling feststellen werden. Mit seiner 85 Ausdauer sollte Cristiano Ronaldo auch entspannt eine komplette Partie durchspielen. Die 69 Stärke ist nicht nice, aber dafür hat er 89 Sprungkraft und 77 Kopfball. Mal gucken, ob wir mit CR7 per Kopfball ein Tor schießen werden. In der ersten Partie werden wir in einer 4-2-3 einspielen und CR7 wird den rechten Mittelfeld übernehmen. Let's go! Hakimi mit dem Einwurf zu CR7. CR7. Jo. Hat er noch den Ball. Fake Shot. Erster Schuss. Leider abgeblockt. Die Baller. Und da geht CR7 in den Lauf. Der lange Ball für CR7. Er kommt gut dran. Flanke. Und boom. Schönes Volley-Tor von Mkhitaryan. Und sehr schöne Flanke von CR7, Leute. Der kam echt lecker an, Leute. Boah. Skriniar spielt den langen Ball zu CR7. Boah, der kam ja sehr schön an. CR7, nächste Flanke. Leider war diese Flanke jetzt nicht so gut. CR7. Nice durchgekommen. Ballrolle. Und Schuss mit dem Weak Foot. Er macht ihn rein, Leute. Was für ein schönes Dribbling. Und schönes Tor mit dem Weak Foot. Klar, war jetzt nicht eine große Distanz, aber trotzdem. Schönes Tor, CR7. Handanovic. Handanovic mit dem langen Ball zu CR7. Der kommt sehr schön an. CR7. CR7. Schön. Hat er noch den Ball? Und Schuss. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Darf man das machen? Leute, was für eine schöne Vorlage von Handanovic. Und ihr habt den Rest gesehen, was CR7 gemacht hat. Auf jeden Fall entspannt. Sein Dribbling fühlt sich echt nice an, Leute. Skriniar spielt den Ball zu Dybala. Dybala spielt den Ball zu Ronaldo. Jetzt haben wir wieder eine Chance. Ich schieße einfach mal rauf und... Joa. Komm, Flanke. Politano, der kleine Mann, kommt leider nicht ran. Mkhitaryan. Mkhitaryan. Ey, wir haben immer noch den Ball. Jetzt der Ball für CR7. CR7, komm. Lange Eck, Ball rauf. Jo, Hattrick, Leute. Auf jeden Fall sind die Schüsse von ihnen echt stabil, Leute. Hätte ich erstmal gar nicht gedacht. Aber die kommen echt gut aufs Tor rauf. Wir haben eben noch gesehen, dass der Gegner versucht hat, CR7 umzugreifen, damit wir kein Tor schaffen, aber der war echt schnell am Ball, Leute. Und dann hat er noch die Bude reingeballert. Jo, Leute, in der nächsten Partie werde ich CR7 als Sturm benutzen und ich habe ihm den Chemistry Cell Finisher gegeben, um zu gucken, ob man einen Unterschied bei seinem Dribbling merkt oder nicht. Let's go! Balla schickt den Ball zu Politano und Ronaldo geht zum Lauf. CR7, der Ball in den Rückraum und Politano macht ihn auf entspannt rein. Zielinski, der Ball für Ronaldo.
Ronaldo und Schuss. Schade. Eckball. Ronaldo. Oh mein Gott. Leute, der ballert den einfach per Volley rein. Das ist doch nicht mehr normal. Und der Ball für Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo und Schuss ins lange Eck. Er macht ihn in den Winkel rein. Leute, 16. Minute. 2 Tore und eine Vorlage. Zü. Theo Hernandez. Der Ball für CR7 und er schickt den Ball zu Politano. Er hat ihn echt gut gesehen. Politano Ballrolle und er hält diesen Pinesh-Shot. Meint ihr, macht noch eine Ecke rein. Eckball zu Ronaldo. Ballrückzieher. Er war schon gefährlich. Romagnoli spielt den Ball zu Ronaldo. Ronaldo. Er hat ihm noch den Ball. Der Ball für Mkhitaryan und Schuss. Schöne Vorlage von CR7. Zielinski, Ibala hat den Ball. Ibala, Flanke, CR7 ist da. Oh mein Gott, was für ein Volley, Leute. In den Winkel, Politano. Der lange Ball für CR7. Komm, ein bisschen mal dribbeln. Und er tunnelt ihn, aber kommt durch. Ronaldo, komm. Ey, der wurde doch festgehalten, Mann. Kurz und knackig. Wenn CR7 euer Idol ist und ihr seine großen Fans seid, oder ihr wolltet schon immer CR7 in eurer FU-Teammannschaft haben, aber konntet ihr nie kaufen, weil ihr nie genug Coins hattet, dann ist diese Karte definitiv für euch und ihr solltet die SBC abschließen. Aber wenn ihr in der Preis-Leistungs-Verhältnis geht und ihr wollt, dass sich die 281k sich auszahlen, dann ist diese Karte definitiv nichts für euch, denn man bekommt für deutlich weniger Coins eine viel bessere Alternative. Es wäre einmal die erste Informkarte von Hiromi Lozano. Die bekommt man jetzt schon für 57,5k und ich habe den selber gespielt und der macht einen soliden Job. Wenn ihr bereit seid mehr zu bezahlen, dann bekommt ihr die zweite Informkarte für 105k. Oder wenn ihr sagt, ey, ich bin sogar richtig bereit zu bezahlen, dann bekommt ihr die dritte Informkarte für 223k. Und ihr seht sogar, die kostet immer noch deutlich weniger als die Flashback-Karte von CR7 und die ist definitiv besser als die Flashback-Karte. Also, wenn ihr CR7 abschließt, dann würde ich euch raten, CR7 mit dem Chemistry Cell Deadeye zu benutzen, denn dadurch hat er auf jeden Fall einen stabilen Schuss und gute Passwerte. Sein Dribbling fühlt sich in-game auf jeden Fall echt okay an. Mit dem Finish hat man vielleicht nur minimale Unterschiede gespürt gehabt, aber für diese minimale Unterschiede würde ich nicht seine Passwerte vernachlässigen. Das Tempo von CR7 ist schon so oder so gut, muss man nicht verbessern. Die 85 Ausdauer reicht für eine komplette Partie auf entspannt aus. Die 69 Stärke hat sich in Game gar nicht so angefühlt, wie es da steht. Und das liegt natürlich an seinem Bodytype, CR7. Ihr wisst selber, wie er in Realität aufgebaut ist. Und wenn man das mit seinen 187 cm Körpergröße kombiniert, dann könnt ihr euch schon überlegen, der Typ wird nicht einfach so umfallen. Also, am Ende bezahlt man die 275k nur für seinen Namen, Leute. Ihr bekommt auf jeden Fall einen klitzekleinen Vorgeschmack von seiner Goldkarte. Er ist natürlich niemals ansatzweise auf dem Niveau von der Goldkarte, aber ihr könnt auf jeden Fall euch vorstellen, wenn diese Karte schon nice ist, wie geil ist wohl seine 92er Goldkarte. Also, wenn ihr ihn abschließt, versucht es so günstig wie es geht, Leute. Also für eine Fun-Karte eignet sich der eigentlich echt gut, aber wenn ihr ihn für Competitive Gaming benutzen wollt, dann ignoriert diese Karte. Dann greift lieber zu den besseren und günstigen Alternativen, Leute. Damit ihr keine weiteren Player-Reviews verpasst, abonniert meinen Kanal. Lasst ein Like da, damit ich weiß, dass ich einen guten Job gemacht habe. Damit würdet ihr mich echt krass supporten. Ihr wisst selber, Support ist kein Mord, deswegen lasst Liebe da. Passt auf euch auf, euer Mo aka Mosey. Ciao, ciao.